So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, ne? Der Erwin ist am Start heute nochmal. Hi, guten Tag. Das ist nämlich heute hier der Hannes, ne? Hi. Zack. Ich wollte eigentlich sagen, das ist heute nämlich der letzte Tag. Der Erwin geht heute, wir gehen morgen. Der Herr Hannes geht gar nicht irgendwie. Ich glaube, der wohnt hier oder so, kommt mir das manchmal vor. Und wir haben noch eine besondere Sache dabei und das sind diese Plätzchen, die ich von der Bioschanga bekomme. Aber ich habe selbst eigentlich gar keine Ahnung, was da drin ist. Die Sonne ist auch pervers im Hintergrund, sehe ich gerade. Die hat aber eine Tüte mitgeschickt, Plätzchen für alle. Und dann eine Tüte Plätzchen, da steht nur für Ramon. Ne? Jetzt weiß ich nicht, was sie da rein hat. Im Endeffekt sind es Hush-Cookies, aber ich glaube, das sind Chili-Plätzchen. Vielleicht sind die scharf. Ich weiß es nicht, deswegen. Der ist wohl hat keinen Bock. Der sagt, nee, scharf macht er nichts mehr nach dem Kehlenschneider. Und deswegen schauen wir jetzt mal hier. Die riechen auf jeden Fall fett. Und ich würde sagen, wenn die schon so fett aussehen und so fett riechen, ne? Bitte riech mal. Die riecht mal schon ein bisschen nach. Huh. Die riecht nach Hut. Da riecht noch ein Hannes. Also die haben auf jeden Fall ordentlich Pfeffer drin. Hannes, magst du dir gleich mal eins rausnehmen? Ja, aber ich glaube, klar, noch nicht noch gleich mal eins. Die sehen ja schon irgendwie toll aus, sag ich mal. Willst du direkt mal ein Stück abbeißen? Sehen wir gleich mal, was der Hannes dazu sagt. Bin ja nicht so der süße Freund, deswegen Kekse, Gebäck brauche ich eigentlich nicht. Aber vielleicht sind die ja herzhaft. Ist eine Salami-Wurst drin, verstehe ich. Was heißt das jetzt? Sie sind nicht so süß, aber die Schärfe, die kommt etwas. Das ist richtig geil. Also es sind definitiv... Bierschanker, bitte hier auch mal eine Portion von denen. Ich will auch gerne welche haben. Also ich probiere dann auch eine. Ja, ne, ist mal die Töne. Kommen die so präsent wie der Kehlenschneider? Nee, aber du merkst richtig die Schärfe jetzt. Kann ja eigentlich nicht. Es ist ja nicht flüssig. Es ist ja eigentlich weg. Also müsste das also eigentlich... Die Süße ist kein Fleisch. Also ich habe ein kleines Stück jetzt erstmal, weil ich beim Kehlenschneider incoming das Video kommt, auch sehr on point gewesen, sag ich mal. Ganz leicht die Süße, aber da merkst du richtig schon die... Scharf kann ich essen, nichts dagegen. Aber ich sag mal, Fini und Scoville, wie gesagt, ihr seht das Video, waren ausreichend. Bin mal gespannt. Was ist denn das da oben drauf? Ihr seid doch hier, ihr kennt euch doch aus. Sind das Mandeln? Nein. Sind das was? Das kommt bis. Ich weiß nicht, ob es Mandeln sind, das könnte auch aber Ding sein. Sag's mir. Eier von den Ameisen. Pinienkerne. Pinienkerne, ja. Glaube ich. So. Aber hammergeil. Oh, der Erwin hat jetzt schon einen roten Kopf. Den hat er so mit. Null Hochdruck. Also. Top. Also. Ja. Anfangs süß. Etwas leichte Süße, ja. Eine leichte Süße. Dann entfaltet sich Chili gerade weg im Mund. Aber es ist angenehm. Ja, angenehm. Ja. Also ist eigentlich so. Richtig so, cool. So ein lockerer Snack eigentlich, ne? Wie richtig. Jetzt auch Sour Cream blieb noch, ne? Ist ja schon, find ich schon sehr geil. Da haben wir das richtig Hammer. Schuhcreme. Ja, ne, kann ich ja bedenkenlos zugreifen, wenn der Erwin hier am Lachen ist. Ne? Lecker. Ich weiß nicht, ob das unterschiedliche sind. Ob bei den einen das drauf ist und bei den anderen das nicht drauf ist. Vielleicht sind die aber auch nur andersrum. Weil ich die sind so glatt und hier sehe ich dicke Stückchen drin und bei den anderen, ich weiß nicht, ob das, vielleicht sind es ja trotzdem zwei verschiedene. Dann greif du ruhig nochmal zu, gemütlich. Ja. Ich will mir das mal reinziehen. Ja. Ich nehme erstmal den ohne das weiße Zeug drauf. Ja, wie wird eigentlich? Du sollst den überlassen dann. Aber die sind top. Mhm. Ich meine lecker, also. Ist besonders irgendwie. Ja, und diese Stückchen sollen wir dann was sein? Oder meinst du das eigentlich nur im Teig so und dass das was anderes ist? Oder sind sogar Cookie-Stückchen drin. Ja. Ach, das sind bestimmt Rosinen. Nee, Cookie-Stückchen, sagt ihr? Ja, das ist genau diese leichte Süße. Das ist genau die leichte Süße, was das nämlich ausmacht. Also deine Zuschauerin ist Hammer, also die kann auf jeden Fall backen. Ja. Ah, habt ihr das gehört? Mhm. Die Zuschauerin, die kann auf jeden Fall backen, ne? Cool. Nochmal ein Riesenkompliment vom Erwin. Jawohl. Findet ihr auch total toll. Ja. Ich muss sagen, das sind echt. Könnt ihr mir vorstellen, so einen Kaffee zu trinken oder so. Weißt du, wenn du morgens müde bist, dann isst du ein Chili-Plätzchen und dann gehst du wach. Ja, und es ist wirklich eine Kombination. Es ist nicht einfach scharfe Plätzchen, sondern die sind ja trotzdem auch süß erstmal. Ja. Also hast du wirklich beides.
vereint sozusagen. Ja. Richtig. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt was anderes ist oder ob es von dem anderen nur abgefallen ist. Lecker. Ja, sehr lecker. Ich glaube, das wirken Cherry auch. Die wirken gerade ein bisschen trockener und zerbröseln anders im Mund. Ich glaube, ich sage jetzt einfach, es sind bestimmt zwei Sorten. So, wenn es falsch ist, schreibt es mal drunter. Ansonsten interessante Mischung und wir werden mal gucken, vielleicht, dass wir dem Cherry-Mann noch ein Plätzchen heute mitbringen. Wir müssen nämlich hier heute nochmal hin. Und dann schneide ich den noch rein, wenn der die auch probiert hat. Finde ich auf jeden Fall interessant. Es muss nicht immer übertrieben scharf sein. Richtig. Es reicht, wenn ihr was esst und ihr merkt, es ist schön gewürzt. Aber das die ist sind eigentlich perfekt. Und das ist auch genau das Richtige für einen Ramon, weil das ist nicht zu süß. Er mag das Süße ja im Prinzip nicht, aber es ist absolut nicht zu süß. Und es hat aber auch die gewisse Schärfe für ihn. Das ist genau das richtige Gebäck für ihn. Und die oben glatt waren, waren meiner Meinung nach schärfer als die, wo hier das weiße Zeug drauf ist. Oder man hat sich jetzt dran gewöhnt und deswegen kommen die nicht mehr so durch. Oder sind trotzdem zwei so. Finde ich auch. Wir gucken mal, das war es jetzt von meiner Seite aus. Dankeschön, Erwin, fürs Probieren, fürs Dasein, fürs Hannes hier wohnen, super. Auch danke. Okay. Habe ich auch gewollt. Und wenn wir den Cherry-Mann heute Abend noch erwischen, dann werden wir den auch mal testen lassen. Mal gucken, was der sagt. Ansonsten schöne Grüße an Bierschanga, Peace auf Vorhaut. Euer Ramses. Du testest es ja, gar nicht. Er hat sich getestet. Nein. So, ich hab's schon gesagt. Wir wollten nochmal zurückkehren hier. Wir wollten nochmal dem Cherry-Mann hier Chili-Kekse vorbeibringen. Hier ist die Packung. Ich möchte jetzt mal fix einen rausnehmen. Hier die mit der glatten Oberfläche. Da kann er mal einen probieren und mal sagen, wie der schmeckt. Einfach mal abbeißen und mal also gucken. Also riechen tut sie nach einem Weihnachtskeks. Ja, ne? Kekse, Weihnachtszeit, passt immer zusammen. Gibt ja auch Chili-Schokolade und so. Wir sind nicht gefährlich. Es geht nur ums Prinzip, dass man sie mal probiert hat. Da freut sich die Bäckerin bestimmt auch, die die gemacht hat. Es kommt so schön langsam durch, aber sind gut, Mann. Es ist angenehm, oder? Also ich muss jetzt sagen, so scharf sind die nicht. Nee, sind sie auch nicht, sage ich ja. Ist ja was, was man einfach so essen kann, ne? Das ist keine Mutprobe, es ist einfach nur ein leckeres Gebäck. Nein, aber schmecken tun die wirklich, also. Möchtest du auch einen probieren? Natürlich. Darf ich kurz von mir? Ja, oder da, was genau. Meister, gehen wir haben wir noch mehr übrig. Der schmeckt wirklich gut. Probier mal. Am Anfang ein bisschen süß und dann kommt ein bisschen Würze nach. Ja. Aber ansonsten. Ich habe jetzt eigentlich Schlimmes befürchtet. Nein. Nee, also die kocht gern, die bäckt gern. Und da hat die das zurecht gemacht und gesagt, schmeckt wirklich nicht schlecht. Also es schmecken gut. Ich meine, es ist halt ungewohnt. Es ist halt ungewohnt, ein scharfer Keks, gell? Ja. Aber schmeckt gut, ja? Ganz was anderes. Na, schmeckt wirklich gut. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Chili-Schokolade mittlerweile. Also ich es muss gibt echt sogar sagen, Ramon, Chili-Trinkschokolade, es gibt ich alles. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss gehabt, dass du daherkommst und sagst, Cherry, die Kekse, die sind nicht so scharf, leicht scharf, das ist dann richtig bam, ich war jetzt drauf eingestellt, nein. Nee, wenn, dann hätten wir schon was gesagt so, und hätten darauf hingewiesen, wir wollen ja keinen gefährden, das ist wichtig. Ne? Nicht wie mit dem Kehlenschneider, wo der ist, wo durch den Tisch gefallen ist. Dann. Gut, aber für dich ist es nichts, ein bisschen probieren. Ein bisschen probieren. Das ist mein Sohn, der läuft ihm, der wird es dann auch... Ja, der isst gerade lecker Döner und jetzt gibt es noch Chili-Plätzchen dazu. Ja, schmeckt gut, gell? Süße für die ganze Familie. Danke nochmal an die Bierschanga, die mir das gemacht hat, die mir das geschickt hat. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.